Du hast 126 Tore für den Verein geschossen. Wir haben uns drei rausgesucht, nach Rücksprache mit dir, die du dir eigentlich rausgesucht hast. Und die drei wollen wir uns jetzt mal einmal angucken. Fangen wir an mit dem Schönsten. Du hast das zum Schönsten gekürt. Warum? Weil ja, der nicht viel besser sitzen kann. Also, Das war gegen Real Madrid, das 1 zu 6. War da auch ein bisschen Frust bei dem Spielstand mit in diesem Schuss? ja, natürlich. Die Spiele haben wir nicht so gut gespielt. Und dann wenigstens noch von der Null weggekommen. Und ja, das Tor war viel Frust drin. Aber ja, was ich gesagt habe, der konnte noch vielleicht noch einen kleinen Tick nach links vor der Torwart, dann war der noch besser. Aber Aber war schon ziemlich perfekt. Wie bist du überhaupt mit Frust umgegangen? Oder wie gehst du mit Frust um? Meistens versuche ich das umzusetzen in etwas Positives, also auf dem Platz mit Arbeit, Zweikämpfe oder was dann auch. Ja, um in Leistung umzusetzen, da versuche ich am meisten. Das nächste, was du rausgesucht hast, nennst du selbst? So das, was dich bewegt hat, vielleicht das emotionalste Tor, klar, war ein Derby-Treffer. Wie war das? Ja, dieses Spiel war unser Keller zu Hause. Ja, da haben wir richtig gut gespielt, richtig offensiv gegen Dortmund, die sofort bei Haas gepackt und eigentlich nie mehr losgelassen. Und am Ende haben wir in die erste Halbzeit zwei Tore gemacht. Dann habe ich mich verletzt, bin ich rausgegangen und dann am Ende ins Krankenhaus geholt, dass wir 2-1 gewonnen hatten. Also ja, super Spiel war das. Was bedeuten die Derbys für dich? So rückwirkend betrachtet. Ja, ich hätte früher eigentlich nichts gegen Dortmund. Aber wenn man dann auf Schalke spielt, dann fängt das so langsam an, dann wächst das ein bisschen. Und dann ärgert man sich auch manchmal über andere Spieler und merkt man diese Emotionen im Derby. Und dann, ja, jedes Jahr kommt dann ein bisschen dazu. Und ja, das waren die geilsten Spiele zu spielen. Und dann haben wir noch eins rausgesucht, oder du dir. Das wollen wir mal so ein bisschen das Kacktor nennen. Das ist gegen Wolfsburg aus der Saison 10-11. Verrat warum. Ja, dieser Ball kam gegen meine Hand und dann hat er perfekt gelegen, um reinzuschießen, aber eigentlich dürfte er nicht zählen. Wie ist das dann in so einem Moment, wenn du merkst, oh Mist, und du siehst, der Schiedsrichter gibt ihn trotzdem? Ja, ich sage nicht, War der dass dann. Ausgleich, ne? 2-2. Ja. Ja, ein bisschen an der Hand geht er, ne? Ja, kann passieren, ne? Aber wie ist man in so einer Situation? Ist man dann so im Tunnel und denkt, ja gut, wenn der Schiri laufen lässt? Ja, ich habe es nicht extra gemacht. Also, das ist einfach passiert. Und dann sage ich nicht, das ist Handspiel. Und es war auch wichtig für uns, dass wir ein Tor schießen, das 1-1 war. Oder ja, 1-1, glaube ich, ne? Foto. Auf 2-2. Also, ja. Ja, muss der Schiri sein. Der Ist nicht meine. Boulevard. Das muss der Schiri sein. Ist nicht meine Arbeit. Der Boulevard hat dich danach Handela genannt, getauft, also aus Hand und deinem Namen. Geht einem sowas dann nahe? Nee, ich fand das komisch. Also, ja. War auch Hand. Okay. Also komisch im Sinne von humorvoll. Ja.